So, ihr lieben Follower, wir sind wieder unterwegs für euch. Und zwar sind wir in Holland gefahren an einen kleinen Kanal. Da oben ist eine Schleuse, da plätschert schön das Wasser durch. Und wir legen jetzt gleich mal ein paar Naturköderrouten rein. Und zwar mit kleinen Fischchen. Direkt hier an der Spundwand, dicht vor den Füße. Gucken wir heute Nacht. Und das Ziel ist, wir wollen ein bisschen Kontrast herstellen. Was geht besser, was läuft? Und zwar Naturköderangeln, ne? Einfach Ansitzangeln. Oder aktiv, weil wir haben morgen vor, verschiedene Methoden, mal kleine Fische zu zupfen. Hier gibt es eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was Zähne hat oder auch keine Zähne. Also von Rapfen über Zander, Hecht, Wels wurde hier auch schon gefangen, Alande. Hier ist alles, was man so ja, braucht an Schuppenträgern, um viel Spaß zu haben. Ja, wie gesagt, wir probieren es jetzt gleich mal mit den Aktivrouten oder inaktiven Routen und gehen dann hoch mit den aktiven Routen. Aber denkt dran, bevor ihr gleich weiterschaut, erstmal den Kanal abonnieren. Ne? Ganz, ganz wichtig, damit auch immer auf dem Laufenden bleibt, was wir so machen. Ja, ich habe das Zeug schon hier ein bisschen aufgebaut, schon fertiggestellt. Und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch gleich runter zu gehen zum Wasser, ein Fischchen dranhängen, Rodbot aufbauen und dann legen wir schon los. Wir haben noch Verstärkung dabei, ein Kollege von mir ist mitgekommen, der kennt sich hier sehr gut aus, der gibt uns ganz gute Tipps. Aber den seht ihr gleich noch im Film. Ich hoffe, dass ich nur keschern muss, sondern auch mal selber Fische fängt. Also, bis gleich, wir legen jetzt los. Da hinten ist eine alte Schleuse, da kommt richtig Dampfwasser durch, da ist Sauerstoff auch natürlich optimal. Ne? Hier passt halt alles, Sauerstoff und warmes Wasser. Ich hatte wohl vorhin wohl mal kurz einen Biss. Ihr seht, da ist ein Loch drin, Schuppen sind runter. Jetzt haben wir mal umgebaut. Klar, die werde ich gleich auch ein bisschen vertikal an der Kante fischen, aber ich kann mal ein bisschen werfen. Da war jetzt der erste Wurf mit Tonköder mit einer Spundwand. Bam! Ja, Jungs, da geht's schon wieder hin. Ne? Oh, das ist wieder ein besserer. Da ist der nächste. Achtung. Oh nee. Yes, baby. Wow. Ja. Ja, sitzt. Wow, wir hängen ja schön Gewicht drin. Die ganze Köder wieder auseinander gematscht. Ey. Kommst keine 5 Meter damit. Ja. Ja, angekommen. Jetzt baue ich erstmal schnell auf, dass die Angeln reinkommen. Ihr seht hier die Stelle. Da oben sprudelt das Wasser rein. Vorne dreht das Wasser einmal ruhig und da hinten geht es etwas schneller vorbei. Und ich habe die Vermutung, dass die Zander zum Rauben hier ins ruhigere Wasser vorbeikommen. Ich werde mal einen direkt hier vorne einfach unter die Rutenspitze legen, einen ein paar Meter rein und lassen wir überraschen. Und wenn nichts geht, legen wir zwischendurch mal um, weil irgendwo werden wir sie dann schon finden. So. Ja, ist halt schön am Angeln, ne? Deshalb gehe ich auch mal ganz gerne Ansitzangeln. Abends schön hier sitzen im Sonnenuntergang. Rechts rauscht Wasser, hinten dieser wunderschöne Himmel. Hat schon was. Naja, erste Rute haben wir schon drin. Die zweite habe ich hier noch parat, die mache ich gleich noch rein. Ja, Standard, Montage, mache ich eigentlich fast immer Fisch. Hier ist es nicht ganz so harte Strömung. Dieses MK-Blei, 40 Gramm, steh auf. Ja, dann eine Hartmono, 40er, an kleinen Wirbel geknüpft, eine Perle. Und meine kleinen Lieblinge, die Orna höchstens. Ne? Kleinen Orna-Haken, Orna geht immer. Binde ich mir alles selber, kann ich die Vorfachstärken variieren. Das Blei kann sein, dass es hier mal ein bisschen poltert und ein bisschen Strömung runtergedrückt wird, ist aber nicht schlimm, weil es läuft dahin, wo auch die Räuber sind. Ne? Also daher kannst du auch mal ein bisschen treiben, halb so wild. Na Juti, jetzt gucke ich mal, dass die zwei Tage auch noch reinkriegen, dass wir hier an den Start kommen und endlich einen gebügelten Teil von Abend übernehmen können. Rumsitzen und nichts machen. Ja, soweit haben wir jetzt alles klar hier. Ihr seht es schon, aber ich bin richtig aufgeregt, was die Nacht passiert, weil da hinten ist eine alte Schleuse, da kommt richtig Dampfwasser durch, da ist Sauerstoff drin, das Wasser ist warm, die ganze Woche war es richtig heiß. So, natürlich optimal, das suchen die Räuber, das suchen die Kleinfische. Na, hier passt halt alles, Sauerstoff und warmes Wasser. Und ich bin davon überzeugt, dass bestimmt noch der eine oder andere Biss kommt. Aber ihr bleibt dabei, wenn es soweit ist, seid ihr auch da. Seht ihr auf jeden Fall. Alles klar, jetzt machen wir ein bisschen weiter hier. Wir haben jetzt hier gut 2 Stunden geangelt, hat sich leider nichts getan und wir gehen jetzt gleich so ein paar Meter weiter hoch. Gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwann abgreifen können. Ich hatte wohl vorhin wohl mal einen kurzen Biss. Ich denke, dass es ein Biss war, weil der Köderfisch hat gefehlt. Und wenn es so ein bisschen ruppelt, dann geht unten nur ein bisschen der Swinger hoch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, leuchte ich mir mit der Taschenlampe auf die Spitze. Aber ich habe jetzt hier unser Glücksei mitgebracht. Ne? Immer wenn es rappelt, dann blinkt der. Und dann brauche ich nicht mehr mit der Taschenlampe auf Wasser zu leuchten. Ist auch ganz praktisch. Also jetzt packen wir es mal eben an. Ich bastel das Ding da drauf. Oh nö, komische Geräusche hier. Ja, ist die Route mal reinholen und dann marschieren wir mal eben rüber und hoffen, dass er hinten ein bisschen besser funktioniert. Wie schön, dass er hier überall blinkt hier. Traumhaft. So,
Bis gleich. So, neuen Platz haben wir bezogen, sind ein paar Meter weiter hoch. Und ihr habt ja gerade gesehen, das Fischchen hatte Löcher. Ich habe auch ein bisschen was zuppeln sehen, auch kurz unten gezuppelt, aber ja, ist leider nicht hängen geblieben. Jetzt haben wir unsere neuen Wundereier da oben drauf, die auch auf Vibrationen reagieren, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, die Stelle haben wir uns ausgesucht, jetzt mal direkt unter Laterne. Vorhin ist Kollege noch lang gelaufen, hat so ein bisschen vertikal gefischt und hat hier noch einen knallharten Einschlag gehabt. Verrückterweise im Licht, also Restlicht ist immer schön im Wasser, da sammeln sich kleine Fische. So Rapfen, Aalande, die an der Oberfläche was wegrauben und ja, da kommen die Räuber natürlich auch hin. Also, nächsten Joker gezogen, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, mittlerweile haben wir auch schon wieder 3 Uhr. Ja, eine Route habe ich schon eingepackt, die zweite Route ist noch drin. Wir packen jetzt langsam zusammen hier, weil wie gesagt, wir sind hier Holland Innenstadt hafenmäßig unterwegs. Da kann man das Zeug nicht stehen lassen, auch wenn man 20 Meter dahinter schläft. Gibt es immer mal böse Buben. Aber morgen früh sind wir wieder am Start. Da legen wir 2 Routen wieder rein mit einem Fischchen. Und eine Route angeln wir aktiv mit einem kleinen Fisch, also mit einer Spinnroute. Und ja, probieren wir mal, was morgen läuft. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. 3, 4, 5 Stündchen und dann geht's weiter nach einem Pott Kaffee. Dann soll es wohl wieder besser laufen. Also, bis morgen. Ja, guten Morgen zusammen. Sind wir gerade mehr oder weniger wach geworden. Ich habe gerade lecker Brötchen geholt, ich habe meinen Kaffee gekocht. Jetzt bereiten wir uns mal auf den Tag vor. Und ja, hoffen mal, dass wir nicht da aufhören, wo wir heute Nacht nicht da anfangen, wo wir heute Nacht aufgehört haben, sondern vielleicht mal einen Fisch fangen. Aber wie gesagt, ihr seid dabei. Jetzt müssen wir erstmal frühstücken. Was im Magen zu kriegen ist auch nicht ganz unwichtig. Ohne Mampf kein Kampf. Und ja, jetzt fangen wir gleich mal mit aktivem Angeln an. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist erstmal Kaffee. Ohne Kaffee geht gar nichts. Jupp. Ja, sauber. Also Leute. Bekloppte Nummer. Wir haben hier gestern die ganze halbe Nacht hier gefischt. Nicht einen Zupfer, 1, 2 Bisse gehabt. Da war jetzt der erste Wurf mit dem toten Köder mit einem Spundwart. Bäm! Ist das mega. Mal hochleben, Fisch. Ja gut, das ist jetzt kein Zander, wo man sagt, hey. Ja, das ist ein Reißer. Wir wollen aber auch richtig haben, der Bursche. Ja, das ist kein Zander, den man in die Kiemen packt. So, Fischen, ganz simpel, Wirbel, ein Walkerblei durch die Form, ihr seht, da ist so leicht gebogen, kann man schön über den Boden schleifen lassen, eine dicke Perle, ein Snap. Bewusst habe ich jetzt nicht noch einen Wirbel dazwischen geschaltet, nicht nur allein wegen Gewicht, aber wie gesagt, der braucht jetzt keine große Dreherei aufzufangen oder sonst irgendwas. Dann normale, hier habe ich eine 40er Harpenmono, weil die auch viel Waller sind und immer wieder mal große Hechte einsteigen. Ja, und dann einen kleinen Ornerhaken, kleiner toter Rapfen, der hat uns gerade... Habt ihr vielleicht gesehen, hatte ich einen Biss drauf, war ein richtig guter Fisch. Den habe ich leider wieder verloren. Ja, ja Jungs, da geht schon wieder hin. Ne? Da, ausgestiegen, der zweite. Aber läuft. Ne? Also man sieht auf jeden Fall, der aktiv geführte Fisch fängt besser als alles andere. Und ja, zum Führen her, ganz simpel. Ich nehme mir die Twitch und Crank. Die bietet sich natürlich dafür an, ob ich jetzt einen Wobbler Twitch oder Crank oder einen Walkerblei hinterher zupfe, da ich auch ein bisschen mehr Gewicht habe. Nämlich eine etwas stärkere Route, Twitch und Crank. Schön kurz, 2,10 Meter. Kann ich schön längs der Spundwand fischen. Kann aber auch notfalls mal werfen, wenn ich mal ein bisschen weiter raus möchte. Ja. Führen ist ganz einfach. Ihr lasst dann eine Spundwand runter. Hier so am Boden ist halt Kontakt. Ich mache mal einen Finger am Blenk. Ganz wichtig, weil da kriege ich jeden Einschlag, jedes Zupfen kriege ich mit. Habe aber auch hier an der Rollenhalterung einen direkten Kontakt zum Blenk. Also ich sichere mich immer doppelt ab. Eben ein paar Mal anzupfen. Absenken, kurz stehen lassen, ein paar Mal anzupfen, Schritt gehen, sinken lassen, stehen lassen. Und die Büsse kann man in der Regel nicht verpennen. Ich hatte vorhin, der hat 1, 2 Mal draufgehauen und ist dann hängen geblieben. Das hätte er zum Beispiel mit einem Gummi nicht gemacht. Das ist der Vorteil halt, wenn man mit natürlichen Ködern angelt. Ne? Das kennen die, den Geschmack kennen die.
Und hier wird auch so ziemlich viel gefischt mit Gummifischen an Vertikal. Also sind sehr viele Niederländer auch unterwegs, klaro. Und logischerweise, irgendwann kennen die Fische auch hier sämtliche Gummis mit Seriennummer und Farbbezeichnung. Und dann ist natürlich der Köderfisch wieder ganz weit vorne. Ich fische so auch bei uns am Rhein, ja, oder vom Boot teilweise. Teilweise Baggerseen, man kann auch werfen und langsam ranzupfen, ist auch kein Problem. Machen wir gleich auch mal, zeigen wir dann auch. Da ist er, warte. Ja. Oh, das ist wieder ein besserer. Pedri, läuft doch, Mensch. Also, wir sehen, wir haben hier so viele Fischkontakte. Gegenüber mit Gummi. Und ja, dann kriegen wir eh nicht nass die Matte. Ja, Kescher drauf. Ja. Junge, der hat eine richtige Macke am Kopf. Ich denke mal, der hat schon mal Kontakt mit den anderen Räubern gehabt. Hecht oder was? Da ist er. Einen schönen 55, 60er. Fährt auch 60, ne? Mit 60 hat er. Na, ein bisschen böser, Junge. Aber wir haben warmes Wasser hier, darum wollen wir nicht lange mit dem Fisch rumbasteln. Wir würden euch natürlich lieben gerne richtig geile Aufnahmen vom Fisch machen, aber nee, das Wasser ist zu warm. Wir sind jetzt ganz schnell wieder zurück. Ja, aktiv läuft auch viel besser. Ihr habt es gesehen, das kommt hier eigentlich Biss auf Biss, Fisch auf Fisch. Und Ansitz hat nicht so viel gebracht, aber es gibt auch Tage, da haben die keine Lust hinterher zu jagen. Da haben wir wirklich schon mal mit der einen toten Rute, sagen wir so, die ich schon mal gerne reinlege, mehr Frequenz gehabt und gefangen, wie mit der aktiven. Also schwankt immer mal ein bisschen hin und her. Schön halt eben beim aktiven Angeln ist, man macht mehr Strecke. Ne? Du bist unterwegs, du suchst ab und vielleicht findest du hier und da nochmal einen, der ja, doch noch sich erbarmt und zupackt. Das ist natürlich beim stationären Angeln nicht so schnell, wenn die Fische irgendwo lustlos rumliegen. Ja, es bleibt natürlich ein bisschen spannend. Ein paar Fische hatten wir ja schon. Und hier gibt es wirklich alles. Hier sind Rapfen, hier sind schöne Hechte, hier sind dicke Zander. Wels, Kollege hat hier mit so einem kleinen Spinbuddy 1,50 Meter gefangen. Also wie gesagt, hier schwimmt alles rum, was man sich vorstellen kann. Und man weiß natürlich nie, ob Köderfisch, was steigt da ein. Ja, also, es bleibt eine spannende Angelei, auf jeden Fall. Der Bursche hat schon mal gelitten. Sauber. Ja, nochmal zum Material. Ich fische hier die Allegra Ace, die neue Rollenserie. Und muss sagen, bis jetzt so die ersten Fische gefangen. Super Eindruck. Seht, Astrein, Schnurverlauf. Na gut, bei Vertikalangeln brauchst du nicht viel Schnur reinzuziehen, aber ich habe hier noch ein bisschen mit geworfen. Geht wunderbar. Ich habe dann halt Rute hier, die Twitch und Crank. Ist auch so eine Allround-Waffe, ne? Für sämtliche Angelmethoden. Aber wir gehen jetzt mal hoch. Ich probiere jetzt noch was anderes aus. Ich mache eine andere Montage, wo man ein bisschen weiter mit werfen kann, weil die Kante haben wir schon ziemlich hier durchgelutscht. Und klar, die Fische sind auch nicht doof. Irgendwann merken sie, die Kumpels verschwinden alle nach oben und kommen beleidigt wieder zurück. Dann hauen die ab. Und um der Geschichte jetzt entgegenzuwirken, versuchen wir ein paar Fische zu kriegen, die vielleicht auf der anderen Seite sind. Oder mittendrin. Wie gesagt, begleitet mich dabei. Ich gehe jetzt mal eben basteln. Ja, jetzt haben wir mal umgebaut. Eine Montage, klar, die werde ich gleich auch ein bisschen vertikal an der Kante fischen, aber ich kann mal ein bisschen werfen. Ist ein Kickback-Rig. Hört sich kompliziert an. Haben wir aber auch im Programm fertig. Braucht man jetzt nicht zu basteln. Aber ich bastel mir jetzt selber. Ich habe jetzt hier mal etwas kürzeres Vorfach genommen in der starken Strömung. Ja, und da ist einfach ganz einfach aufgebaut. Ein Schlaufenknoten habe ich euch schon mal gezeigt in anderen Filmen. Zum Beispiel in Aalfilmen mache ich jetzt selber. Die große Schlaufe. Durchfädeln, unten bleibt ein Ende über, schneidest du ab, machst einen Wirbel dran, andere Seite kommt der Haken und dann kann die Geschichte starten. Also, na, eigentlich relativ einfach, aber noch einfacher ist halt im Laden gehen und kaufen, da hängt es rum, ne? Und notfalls kann man die Vorfachlänge auch noch ein bisschen selbst variieren, kann man abschneiden, neu dran knoten, wie auch immer. Ne? Aber wie gesagt, ich mache es dann immer individuell für mich, wie ich es brauche. Ja, und damit werden wir jetzt mal probieren, vielleicht mal Fische auf Distanz zu kriegen und an eine Kante. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch was ganz Großes dabei. Schön wäre es ja. Starten wir mal. Sonst ist der Tag wieder schneller oben, als man gucken kann. Ciao. Ciao, ciao. Bis später.
Oh, das ist wieder ein besserer. So, Kickback Rick. Der ist jetzt geworfen. Den habe ich hinten quasi voll aus der Strömung rausgenagelt. Oh, ein schöner Zander. Den hat er sich immer eben reingeflötet. So. Hab auch voll weggeschlunzt. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe mir gezählt. Ist das der vierte, fünfte? Ja. Es war kein Riese, aber Frequenz, ne? Macht auch Spaß. Also, es kommt. Jetzt in der prallen Mittagssonne habe ich jetzt eigentlich nicht mitgerechnet, weil wir waren vorhin Rapfen am Springen. Ich habe eher gedacht, dass ich gleich einen Rapfen drauf habe. Und naja, hat sich wieder ein Zander verirrt, ne? Ja, Petri, Dank. Wichtig ist, wenn er die reinschmeißt, den Kopf zuerst, dass die richtig abtauchen. Tschuck. Dann zischt die direkt auf Tiefe. Und wie gesagt, der bleibt auch unten. So, dann habe ich jetzt noch ein bisschen weiter rausgeschlänzt, also quasi in eine Strömung. Wir haben gemerkt, dass wir eine Kante keine Bisse mehr gekriegt haben vertikal. Und ich habe die Kickback gemacht, um zu werfen. Und ich kann es euch mal zeigen, ja gut, das ist total zerrupft, aber Gummi, siehst du? Ich habe nur noch eins von meinen Gummis gefunden. Gott sei Dank bin ich eine kleine Schlampe, wenn es um Angelzeug geht. Ne? Irgendwo liegt immer was rum. Und ja, das hat natürlich jetzt auch den Köpfel wieder gerettet. Ja, und einfach sag mal so, das Führen, eigentlich wie ein Gummifisch schleifen lassen, ne? Faulenzen. Nimmst ihn einfach, wirfst ihn rein, mach die Rute immer hoch, weil hier auch Hänger gibt. Warte, bis er auf dem Boden aufkommt. Zack, da ist er. Und jetzt drehe ich einmal ein Stückchen und lasse den wieder stehen. Dreh ein Stückchen und lasse den wieder stehen. Beim Biss ist wichtig, nicht wie beim Gummifisch sofort anschlagen, gehe ich eben kurz mit der Rutenspitze mit und schlage dann an. Ja, also nicht sofort anhauen, da gibt es Fehlbisse. Wenn die ihn gepackt haben, eben kurz mitlaufen und dann anschlagen. Das ist ganz wichtig. Für so einen Hardcore-Kunstköderangler eine ganz schwierige Kiste. Ich muss mich dann auch immer zusammenreißen. Aber wenn du von ein, zwei verschlagen hast, dann weißt du, was du falsch gemacht hast, dann erinnerst du dich auch wieder dran. Immer wieder ein Stückchen drehen, warten, bis das Bein am Boden auftitscht. Ihr seht, so fächermäßig suche ich jetzt die Wasserfläche ab. Ja, Daniel fischt mit Dropshot. Wir lassen natürlich nichts aus, wir probieren alles. Ne? Immer sämtliche Methoden einmal ausprobieren. Und kleinen Haken, ganz kleinen Köderfisch. Ich sehe schon, der hat auch einen Biss gehabt. Ja. Da sind Löcher drin. Also funktioniert auch. Ja, wir haben uns mal gehofft, hier noch einen dicken Barsch oder so zu kriegen. Aber da haben wir schon mal einen Film drauf gemacht, im Baggersee. Da haben wir es mit Melle zusammen. Ja, aber wie gesagt, wir machen jetzt alles mal durch und gucken, was am besten läuft. Und heute Abend und Nachmittag, wenn wir wieder Ruhe haben, setzen wir uns wieder hin und angeln wieder mit Köderfisch stationär. Und dann mal wirklich mal ein Revue passiert, was läuft das Beste. Aber wie gesagt, wir sind für euch unterwegs und probieren einfach mal alles aus. Und ihr seid dabei und ihr seht, wann der besser läuft. Ich sag mal, flexibel bleiben. Flexibel bleiben, genau. Flexibel sind wir. Ja, wir sind jetzt schön besackt mit Zander beim Aktivangeln. Jetzt machen wir noch mal weiter, wieder ein paar Stündchen mit der Naturrouten, also mit der stationären Angelei. Und gucken, ob wir da noch was kriegen, ein bisschen chillen. Ist ja ganz schön anstrengend, ist nicht gerade kalt heute. Und jetzt machen wir noch ein bisschen ruhigen, quasi eine Mittagspause mit Köderfisch angeln. Ja, natürlich werden wir gleich, wenn wir zwischendurch mal eben wieder Lust haben, ein bisschen noch aktiv wieder angeln, wenn wir was sehen. Und wir angeln wieder bis in die Nacht, aber ich glaube, da haben wir schon den Patienten. Das wäre natürlich jetzt endgeil. Also wir angeln noch bis in die Nacht und jetzt fangen wir erstmal einen Zander vor die Füße hier. Achtung. Ah, weg. Schade. Naja, auch das passiert. Köbi so dran, aber ganz schön zerfressen. Den hat er mir ganz schön zerlegt, der Blödmann. Aber sowas von. Wieder einer drauf gelatscht. Unglaublich. Also ich werfe hier nicht weit, ich angle direkt vor die Füße, wo wir auch vertikal geangelt haben. Und ich habe jetzt gerade wieder reinsacken lassen. Das habt ihr gerade gesehen, war ein Biss. Mal wieder den Köderfisch zerlegt. Aber ich hatte da Blei verdreht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe den ein bisschen hochgelegt und natürlich geht der Köfi dann rum. Ne? Und hat sich ein bisschen Blei verdreht gehabt und zack, habe ich die Quittung, musste der arme Zander ganze Blei mitschleppen. Oh, nee. Das ist ein... Oh, Junge, da ist eine richtige Bombe von Zander. Ich denke mal, der hat auch 80. Alter! Mega, was ein Fisch. Ich dreh durch, ey. Yes, baby! Geil, Alter. Das ist Angeln, ey.
Junge, was eine Pony, ey, was eine Granate, ey. Warte, warte, lass erst die Matte raus, erst die Matte. Ja, wir legen ihn immer mit auf die Matte mit dem Kescher. So, 74 cm. So, der Fisch hat jetzt auf den Kickback-Rig gebissen, direkt hier im Schatten, direkt neben den Ruten. Wir hatten vorher ein paar Bisse auf Köderfisch. Vielleicht war es derselbe Fisch, in dem Alter sind sie schon vorsichtig. Aber im Kickback hat er sofort gesessen. Aber wir müssen den Fisch jetzt wieder reinschmeißen, schnell, sonst ist gleich Essig. Yes, Baby! Fettes Baby. Wow. Ja! Ja! Nein, es ist nicht zu glauben. Es bleibt einer auf dem Naturköder hängen. Das hätte ich ja nie im Leben gedacht, dass mir das noch passiert. Ja, jetzt haben wir wohl etwas Größere noch. Auf jeden Fall einer, der weiß, was er will. Naja, okay. Er hat sich auf jeden Fall sehr gut verkauft, sagen wir mal so. Also auf der abgelegenen Route kommen wohl nur die Kleinen. Ja, wie gesagt, ich war gerade oben an Essen kochen, musste schnell runterrennen, weil die Route ablief. Deshalb haben wir nicht mehr aktiv geangelt. Ne? Und naja, siehst du ja, also Langeweile kriegen wir nicht, wir kommen nur zum Essen kochen. Naja, weiter geht's. Ja, jetzt haben wir gerade so eine kleine Beißflaute. Wir sind gerade nochmal wie die Irren hier. Die Spund waren rauf und runter gelaufen, haben ein bisschen geworfen, alles um und dran, aber so richtig wollen sie nicht mehr. Haben uns jetzt wieder hinter unseren inaktiven Routen gesetzt. Langweiliges Fischen. Ne, langweilig sind auch nicht. Wir hatten gerade tatsächlich sogar noch einen Biss. Na, oh, kommt gerade ein Schiff, das ist laut. Naja, aber ich glaube, das ist mal die richtige Chance, euch mal ein paar Tipps mitzugeben. Und zwar, ich habe vorhin gesehen, in verschiedenen Montagen haben wir jetzt Kickback gefischt. Wir haben normales Walkerblei gefischt und wir haben Dropshot. Eigentlich haben alle Methoden relativ gleich gut gefangen. Ein bisschen vorne gelegen hat der Kickback, aber lag wohl daran, weil man damit auch weiter werfen kann. Ich hatte vorhin oder heute Morgen vergessen, Gummis einzupacken. Das war ganz schlecht, am Wochenende auch. Und deshalb ganz wichtig, nie ohne Gummi. Schön, dass er oben eben über den Haken die Köderfische sichert, weil da haben sie mir auch ein paar Fische geklaut. Also die Werbung, die ihr im Fernsehen seht, die stimmt schon, nie ohne Gummi rausgehen, auch beim Angeln. Ja, kleiner Tipp noch, arbeitet mal ein bisschen mit den Vorfachlängen. Ich habe mal verschiedene Längen ausprobiert, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Macht auch immer Sinn, auszuprobieren. Heute Morgen waren sie sehr verhemmt, die sind richtig drauf gescheppert. Da ging auch dann Dropshot noch ganz gut. Heute Mittag war Kickback wieder vorne mit dem langen Vorfach oder Rockerblei. Eben halt, wenn man es langsam führen kann, wenn der Biss kommt, kann man auch eben ein bisschen nachziehen lassen. Na, auch nicht schlecht. Naturköderrouten hier heißen nicht umsonst auch Naturpeitsche. Das sind die MK-Routen, Meisterpeitsche. Na, Natur, eine 70, eine 80 Gramm Route. Das ist auch so eine Allround-Waffe, die benutze ich für alles ganz gerne. Ne? Dann hier die ganz normalen Galaxy Bissanzeiger, Metallica Pod, ne? Und dann hier die Tactics BR. Das ist immer so eine Kombination, die funktioniert ganz gut. Das ist jetzt hier die 3.500er Größe, 4.000er Größe. Ne? Also das ist Tactics BR 5.300. Gibt es auch größer, gibt es kleiner, aber das ist so ein Allround-Maß. Darauf habe ich ganz normale monophile Schnur, 35er. Kann man auch alles mitmachen. Also wie gesagt, habt ihr ja gesehen, Montage haben wir vorhin auch gezeigt. Eigentlich ganz simpel. Ne? Naja, jetzt fischen wir noch ein Stündchen, zwei, drei, bis es dunkel wird und dann entscheiden wir uns, ob wir Nacht noch hier schlafen oder ob wir den mühseligen Weg nach Hause antreten. Das sind für mich noch 100 Kilometer, für Leo ein bisschen weiter. Und ja, entscheiden wir nachher, weil wie gesagt, der Nachmittag ist sehr ruhig geworden und verrückterweise ist hier nachts wirklich wenig los. Die meiste Frequenz haben wir morgens und ja, mittags. Ne? Mittags, da ging es ja richtig ab. Denke mal, ob es zusammenhängt. Zander nichts mehr sehen, hat keine Ahnung, rauschendes Wasser, dass hier weiter raus sind. Wir können uns ja auch die Mühe machen, die jetzt suchen, aber wir haben jetzt so gut gefangen, jetzt bin ich auch richtig platt. Und ich freue mich gleich, dass ich entweder in meinem Bulli liege oder heute Nacht in meinem eigenen Bett. Aber wie es ausgeht, erfahrt ihr auf jeden Fall heute Abend noch. Bis später. Ja, wir haben einen Biss. Gerade ein bisschen ruhiger. Ja, sitzt. Boah, auf jeden Fall hängt da schön Gewicht drin. Kleiner Hecht oder so, denke ich.
Boah, nee, schöner Zander. Super. Perfekto. Sauber. Geiles Ding, ey. Ist ja mal ein Maschinchen. Ja, der hängt gut. Wir wollen den kleinen Fisch aber auch richtig haben. Den hat er auch richtig. Der ist nämlich weg. 71. Ja, schöner Zander, ne? 70er oder 71 haben wir gerade gemessen. So ein geiler Fisch, ne? Jetzt haben wir drei mit Köfi und Lecks oder so mit Aktivfischen. Also können wir uns nicht beschweren. Perfekt. Ja. So, es ist jetzt spät geworden, langsam wird kalt, 0 Uhr ist durch, jetzt kriegen wir wieder Hunger und müde, dann sind wir auch, ne? Sind jetzt quasi am Ende vom Film, wir fahren jetzt nach Hause, ja, ihr habt es gesehen, die Naturrouten oder die Naturköderrouten Grund haben nicht so gut gefangen, aber auch einen schönen Fisch gehabt, 70er, aktiv hatten wir noch den größten 76, ein paar Fritten, hat alles recht gut gelaufen, ich denke mal, ihr habt viel Wissen mitgenommen. Ich habe wieder viel Wissen freigegeben. Ja, danke auch an Daniel an der Stelle hier fürs Helfen. Und denkt dran, nochmal eben oben abonnieren. Wir fahren jetzt nach Hause, haben ein Stündchen Fahrt vor uns, dann geht's ins Bett. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Abo, 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 dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wir sehen uns. Ich hoffe mal beim nächsten schönen Film wieder mit dicke Fische. Also, ciao, ciao, macht's gut.